Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Donnerstag und schon fast halb sechs. Ich habe heute gar nicht gefilmt. Ich habe euch heute überhaupt nicht mitgenommen durch den Tag. Ja, war mir nicht danach. Außerdem war es auch nichts irgendwie Großartiges, was ich hätte aufnehmen können. Wie ja, Geschirrspüler aus- und einräumen. Das muss ich, glaube ich, nicht jeden Tag zeigen. Ja, und dann war Isabel heute früher da. Die haben sich, ich sag es mal so, einvernehmlich getrennt. Die Firma, wo die gerade jetzt ihren praktischen Blog gemacht hat, ne, die Stelle. Und jetzt wird geguckt, ob sie einen anderen Platz kriegt, was anderes. Oder, ja, die hat ja eh ne, gekündigt. Und ja, jetzt muss sie nur noch gucken, wie die nächsten Wochen, bis die Kündigungszeit abgelaufen ist, was da jetzt gemacht wird. Die Lehrerinnen in der Schule wissen Bescheid und überlegen gerade, was die da jetzt machen können. Ob sie so einen Aufhebungsvertrag macht oder so. Auf jeden Fall war sie heute früher zu Hause und dann haben wir uns einfach spontan entschieden, einkaufen zu fahren. Ich hätte das sonst alleine gemacht, aber so war das umso schöner. Da hatte ich Gesellschaft, meine Tochter mit und ja, hat super gut gepasst. Wir waren im russischen Laden und bei Kaufland. Im russischen Laden waren wir ein bisschen länger, aber gar nicht so viel gekauft. Aber ich habe mich halt mit den Mädels da richtig gut unterhalten. Wir verstehen uns gut und das sind ganz, ganz liebe Frauen, die da arbeiten. Und ja, die kennen mich auch schon ziemlich lange und gut. Auch mein Kanal und alles. Und deswegen, ja, haben wir uns da ein bisschen unterhalten. Im russischen Laden zeige ich euch gleich auch, was ich gekauft habe. Aber zuerst machen wir einfach mal Kaufland. Da waren auch ganz viele Angebote. Ich habe wirklich fast nur, was im Angebot war, gekauft. Ich kaufe generell in letzter Zeit vor allem überwiegend nur, wenn Angebote sind und eben was in der App. In der App habe ich sogar auch was gratis gekriegt. Und zwar in der App war ab einer bestimmten Summe, ab 15 Euro Einkauf, gratis so ein Bio-Mozzarella. Und noch eine Sache war gratis. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Wenn es da jetzt ankommt, zeige ich es euch, was da jetzt war. Und auch so generell einiges gespart. Hinten haben wir gelassen einen 6er-Träger Orangensaft. Brauchen wir wieder, weil jetzt ist auf einmal auch Raffi auf den Geschmack gekommen und trinkt jeden Tag mehrmals Orangensaft. Und dann auch Easy und Dirk, die trinken schon immer gerne Orangensaft. Deswegen habe ich jetzt einen 6er gekauft und im Olympiamarkt, so heißt unser russischer Laden, habe ich einen 6er Limonade mitgenommen. Genau. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was hier in diesen zwei Kisten drin ist. Christian hat bestellt, als ich heute angerufen habe und die gefragt habe, ob da irgendwas benötigt wird noch, meinte er Eistee. Er trinkt sehr gerne Eistee. Also habe ich jetzt von Fana aber auch nur wirklich zwei Packungen, einmal Wildkirsche und einmal Pfirsich mitgenommen. Dann haben wir hier was Leckeres mitgenommen und zwar sind das zweimal solche Käsetwister und zweimal war das Geflügelrolle. Eine hat Isi gleich im Auto aufgegessen. Dann habe ich hier vier Stück Kräuterbutterbaguette oder hier einmal ist Knoblauchbutterbaguette. Ups, ey, nein, selbst runtergefallen. In der App günstiger waren diese Gefrierbeutel, habe ich mitgenommen, weil jetzt die Zeit kommt, wo man doch einiges einfrieren muss. Genau, dann, also der Einkauf heute, kann ich gleich sagen, ist ziemlich ungesund. Weil wir ja morgen wegfahren, habe ich jetzt logischerweise kein großartig irgendwie Obst oder Gemüse mitgenommen. Das mache ich dann lieber Anfang der neuen Woche, als wenn es jetzt hier liegen bleibt und dann schlecht wird. Weil, ja, so mitnehmen kann man ja nicht so wirklich was, ne? Ich habe diese Eierplätzchen mitgenommen. Die sind super für Schichtdesserts. Ich habe zwei Sachen tatsächlich mitgebracht von Obst. Und zwar Bananen, die nehmen wir mit. Und diese Nektarinen waren im Angebot auch. Mag ich total gerne, deswegen habe ich die jetzt gekauft. Aber ansonsten tatsächlich nichts.
Dann, im Angebot diese Sorte war von Bressot traditionell. Das ist dieser lecker fluffige Frischkäse. Auch im Angebot Kalinka Kefir. Zwei Flaschen. Eine werde ich gleich nämlich benutzen. Dann habe ich eine Packung normalen Zucker. Und Isi hat eine Packung braunen Teezucker eingepackt. Dann habe ich zwei Packungen Eier dabei. Ich werde heute zum Abendessen Sommerbursch nochmal aufwärmen. Und wir haben gestern logischerweise die ganzen Eier schon rausgepult aus der Suppe. Werde ich gleich einfach ein paar Eier nochmal reinschmeißen und kochen drinnen in der Suppe. Weil noch genug Suppe da ist, aber brauche ich jetzt nicht extra noch was zu kochen. Kartoffelsalat habe ich mitgenommen. Einen großen Dings, das ist auch im Angebot gerade gewesen. Was sehr wichtig ist, ne, was ich die letzten Male schon vergessen hatte wieder, und aber alles aufgebraucht ist, Zitronensaft. Habe ich gleich zwei Fläschchen mitgenommen, weil der doch bei uns, oder bei mir, sage ich mal, ziemlich gut weggeht. Ein Glas Kirschen, vier Gläser Würstchen. Das musste wieder mit, weil ich doch einiges aufgebraucht habe. Das ist rein Geflügelwürstchen. Die sind auch sehr, sehr lecker. Dann habe ich vier Dosen Riesenbohnen von Original Kaufland Marke. Ne? Das ist so Riesenbohnen. Die braucht man auch immer wieder. Ich koche ja so gerne diese Bohnensuppe. Aber auch wollte ich irgendwie demnächst Bohnensalat machen. Und ich habe eine Dose Kichererbsen, aber nur eine. Und fünf Dosen Mandarinen. Damit es mir nicht so schnell wieder passiert, dass ich Mandarinen haben will, aber keine da habe. Oder nur eine Dose, was natürlich ganz doof ist, wenn man eigentlich mehr braucht, ne, für Backen oder so. Und das sind ja Konserven, die halten sich sehr, sehr lange. In der App günstiger waren von der Kaufland-Marke, ne, Kaffeepads oder so. Ne? Ich habe noch eine, irgendwo muss noch eine so ein Packung sein für die Senseo. Dann ganz neu, auch im Angebot von Tuck Mini Bake Rolls. Ne? Die nehmen wir auch mit für unterwegs vor allem und auch so. Dann die Gummibärchen sind im Angebot von Haribo. Und zwar alles Mögliche für nur 69 Cent. Oh. Ich habe ganz viele mitgenommen, verschiedenste Sorten. Ne, kann man so sehen, auch Picoballos und so weiter. Ich glaube, es sind insgesamt 12 oder so Packungen. Weil Hallo. Es einfach so ist. Also ich wurde jetzt letztens wieder kritisiert, Wahnsinn, Süßigkeiten verbraucht und so weiter. Also dann ist es halt so. 3 Tage. Wir sind 5 Personen, 5 große Personen und alle sind wirklich Naschkatzen hier. Und warum auch nicht? Wir ernähren uns sonst wirklich ziemlich gesund, ausgewogen, finde ich. Ich weiß, dass jeder da draußen das anders sieht, eventuell. Es ist aber dann halt so. Das ist jetzt unsere Familie, unser Leben. Ich zeige es so, wie es bei uns ist. Und wir essen nun halt gerne, vor allem meine Kinder und mein Mann, Süßigkeiten. Ich esse zwar lieber Chips, aber das geht auch gut, oder? Ich habe Lakritz für dich und für Papa jeweils eine Tüte mitgenommen. Müsst ihr euch nur einig werden, ob du diese Stangen willst oder die Schnecken? Ja, von Stangen. Stangen kann man ja, müsst essen. Ihr euch dann einig werden. So, habe ich noch mitgenommen für morgen Mittag, wenn die Männer nach Hause kommen, müssen wir ja was ganz Schnelles essen und dann auch schon los. Das sind das heißt, Geflügel. Muss ich jetzt Sachen packen? Genau, packen Leute. Geflügelbacon habe ich eine Packung mitgenommen. Das ist jetzt das Gratis Mozzarella. Dann im Angebot ist gerade alles von Maggi. Und das haben wir dann auch ausgenutzt und mitgenommen. Und zwar hat Isabel jetzt hier 6 diese 5-Minuten-Terrine mitgenommen. Weil ich letztens einiges davon an Manuel abgegeben habe, als er hier war. Oder?
Dann habe ich zweimal Rahmsoße dabei und zwei oder drei waren das jetzt, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube zwei Tütensuppe, Tierfigurensuppe habe ich mitgenommen. Ne, sowas wie Buchstabensuppe, nur halt mit Tierchen. Dann hatten wir an der Theke, Käsetheke probiert und haben ein bisschen was mitgenommen und zwar Vorarlberger Bergkäse. Ne, so frisch halt, ne? Abgeschnitten. In der türkisch- oder internationalen Abteilung habe ich mitgenommen zum Probieren Pavelek, das ist polnisch, nehme ich mal an. Toffee-Riegel. Zwei Stücke war nur. Und hier ist die zweite Packung Kaffeepads. Die haben wir jetzt dabei. Dann habe ich für mich, ich mache das sehr gerne, okay, eigentlich für uns alle, Langkorn-Wildreismischung. Mag ich total gerne Wildreis. Ist auch deutlich gesünder. Das war die zweite Sache, die ich gratis mitgenommen habe. Das war ab 10 Euro Einkauf, diese passierte Tomaten. Das, was noch dazu gab, Salz, war alle. So, für Rafi habe ich zweimal Salami mitgenommen. Dann haben wir Tee mitgenommen, und zwar Rotbusch Orange, Rooibos Orange und Original, ne, so pur. Für Christian, die waren gerade im Angebot, die Kellogg's und auch die Nestle. Und er mag gerne diese Crunchy Nut. Haben wir jetzt eine Packung davon eingepackt. Zweimal Nudeln, und zwar diese, wie heißen die, Korkenzieher-Nudeln. Brot, das war sehr wichtig, wir haben nämlich gar keins mehr. Und deswegen habe ich so ein großes, die waren beide im Angebot. Das ist so ein Körnerbrot und das ist ein Weizenmildes. Das war wichtig, damit die Männer auch morgen was zur Arbeit mitnehmen können. Es ist nämlich nichts mehr da gewesen. Und zweimal Mini-Pizzen aus dem Steinofen Margarita, auch die Eigenmarke, weil nichts im Angebot war. Und jetzt kommen wir zum... Achso, nee, ich war noch ganz, ganz kurz im Hagebau und habe diese zwei Honigmelonentöpfchen mitgenommen. Die muss ich gleich unbedingt noch, oder einer meiner da draußen im Gewächshaus einbuddeln, weil meine nicht aufgegangen sind. Ich stell die mal hier hin, hinten. Und jetzt sind wir beim russischen Laden. Da habe ich mich mit Alona unterhalten und standen wir vor dieser Kühltheke mit Fisch und so weiter. Und dann guckte ich sie, wie schmeckt das überhaupt? Und da hat sie was probiert und ich habe wirklich Trockenfisch. Das ist ein trockener Fisch. Sehr salzig, sind unterschiedliche Sorten. Ich habe wirklich von jedem nur so ein kleines Stückchen mitgeben lassen. Hier ist Hecht, dann ist noch irgendwas anderes. Ne, so unterschiedliche sollen meine Mitbewohner mal probieren, weil das kennen sie tatsächlich gar nicht hier. Dann haben wir noch was mitgenommen, und zwar sind das eigentlich an sich sowas ähnliches wie das hier, nur anders geformt, so kleine Tütchen. Es sind eigentlich auch so Brotstückchen, die mit irgendwelchen Schmackes frittiert sind. Hier haben wir zum Beispiel Grienki sa vkusom chesnoka, rzhana pszenichne, das heißt, das sind Roggenbrotstückchen mit Knoblauchschmackes. Dann haben wir hier das nochmal, aber nur Weizen mit Schmand und grünen, also Kräutern. Dann haben wir nochmal hier, das sind aber Maisstäbchen mit Geflügel, mit Hähnchengeschmack. Und hier sind nochmal solche auch Suchariki nennt sich das eigentlich, ne? Also diese Brotstückchen mit Käsegeschmack. Das haben wir jetzt mit eingepackt. Wie gesagt, der Einkauf ist sehr ungesund heute. Ist mir aber ehrlich gesagt wurscht, muss ich ganz einfach sagen. Ist ja mein Einkauf, ne? Isabel hat mitgenommen Tee, Prinzessa Nuri, Spiele Klubnika. Das ist ein
Ceylon-Tee, also schwarzer Tee mit Erdbeeraroma, haben wir mitgenommen. Dann habe ich unseren ganz normalen, den wir immer trinken, ist nämlich auch wieder alle. Tee, das ist Karolewska Safari, also königliche Safari. Dann hat Easy diese Dose mitgenommen, Mango Dragonfrucht, wie auch immer, Drachenfrucht, so nennt sich das. Eine Dose Fanta. Ich habe eine Packung Weichweizengrieß eingepackt. Das benutze ich ja sehr, sehr oft im Gebäck und so weiter. Dann habe ich zwei Dosen Sgushonka, gezuckerte Kondensmilch, mitgenommen. Und einmal hier, das ist für mich neu, das habe ich bis jetzt nicht gesehen, Halal-Produkt Rindfleischwurst. So eine mitgenommen. Also so ein Fleischwurst mit drin. Und natürlich, na, geht nicht anders, wenn ich im russischen Laden bin, muss meine goldene Lilie mit, und zwar von beiden Firmen. Das sind zwei unterschiedliche Firmen, die beide mit dem gleichen Namen Pralinen herstellen. Und das sind schokoladige, also gefüllt auch mit Schokoladenkaramell. Und das ist mit richtig Sahnekaramell halt, ne? Gefüllte Pralinen. Genau. Das ist jetzt unser Einkauf. Ziemlich ungesund, aber was soll's, ist halt so. Ich hatte jetzt die letzten Male ordentlich Obst und Gemüse mitgehabt. Jetzt vor dem Wochenende brauche ich das nicht, deswegen muss ich das auch nicht kaufen. Nur für die Kamera mache ich sowas schon sowieso nicht. Es ist jetzt das, was ich gebraucht habe heute, was ich ja, einkaufen musste sozusagen, und deswegen ist das so. Ja, das muss jetzt nur noch verräumt werden und dann nehme ich euch mit, einfach gleich hinten dran anhängen werde ich das, wie ich unser Abendessen, also Nachtisch für unser Abendessen vorbereiten werde. Ich habe nämlich überlegt, dass ich wieder so kleine Pancake bastle oder eventuell Waffeln. Das muss ich noch genau überlegen. Ja, nehme ich euch mit. Aber erstmal muss das hier weggeräumt werden und dafür rufe ich mir einfach mal gleich die Hilfe von oben. Meine Kinder dürfen hier jetzt alles verräumen. Und wir sehen uns gleich wieder. Also ihr Lieben, ich habe mich jetzt umgezogen, weil ich das schöne Oberteil, das ich vorhin zum Einkaufen hatte, jetzt nicht unbedingt beim Haushalt machen oder kochen und backen und so weiter tragen möchte, weil das einfach noch zu schön ist. Jetzt hast du das aber dreckig gemacht. Ne, das ist das andere. Was du jetzt anhast, Mario. Ja, ist aber nicht ganz so schlimm. Das ist ein altes Shirt. Und im Hintergrund läuft Wasserkocher aus einem Grund. Raffi hat ein Glasfüllste kaputt gemacht. Raffi hat die Kiste im Anbau nicht gut hingestellt und die ist umgekippt und ein Glaswürstchen ist kaputt gegangen. Jetzt machen die sich hier, wir haben die natürlich abgewaschen, damit da keine Scherben oder sowas drin sind, machen die sich noch zwischendurch ein paar Würstchen warm. Das kann man super machen, indem man einfach gekochtes Wasser drüber kippt. Ne? Weil das ein bisschen dauert, bis ich jetzt mit Essen fertig bin. Und zwar, wie ich schon erwähnt habe, mache ich Sommerbusch warm und haue da einfach noch ein paar Eier mit rein. Und zum Nachtisch mache ich ein paar Pancakes oder Aladuschki, eigentlich eher so tatsächlich Aladji, ne? Also Aladuschki. Und zwar, ich überlege gerade, soll ich noch ein paar Schokostückchen mit reinwerfen oder so lassen? So lassen. So lassen. Ja, auf jeden Fall werden die aber auf Kefir-Basis gemacht. Mag ich total gerne, wenn dann ein bisschen Säuerliches auch noch dabei ist. Und wir legen jetzt einfach mal los. Und zwar, ja, Bananen kommen bei mir heute rein. Eine muss unbedingt weg, die andere habe ich einfach so mal dazu. Dann logischerweise ein paar Eier, ein paar brauche ich noch für den Sommerbusch. Und ein paar kommen hier rein. Kefir, vielleicht mehr als nur diese eine Flasche. Zucker, ist klar. Zimt. Salz, ein bisschen Backpulver, Öl, und ich habe kein Mehl geholt. Christian, holst du mir Mehl? Das wäre lieb. Genau, das würden jetzt ganz normale
arabisch halt, ne? Und wir legen jetzt einfach mal los. Ich nehme so ungefähr 3-4 Eier mit rein. Ist auch immer jedem selbst überlassen, je nachdem, wie viel man von was machen will. Ich will ja jetzt nicht unbedingt einen Riesenberg, weil das jetzt nicht Hauptmahlzeit sein wird, sondern nur als Dessert dazu. 3 Eier reichen. Bananen sind eigentlich auch super Eiersatz, deswegen nehme ich auch nur 3 jetzt. Dann Kefir. Eine Flasche. Ein bisschen Zucker. Man kann auch braunen Zucker mal reinnehmen. Ich nehme heute ganz normalen. Passt. Ich habe hier so einen 125er Cup. Den mache ich voll. Upsala. Und gebe mit rein. Und ein bisschen Backpulver. Moment. Also Backpulver nehme ich ungefähr so einen halben Teelöffel mit rein. Reicht auch schon aus. Und wird das Ganze jetzt verrührt. Und es fängt schon an, ein bisschen zu schäumen. Weil Kefir und Backpulver miteinander super reagieren. Während das jetzt ein bisschen da vor sich hin reagiert, mache ich die beiden Bananen. Zermanschen, genau. Zermanschen. Danke, Schatz. So, die beiden Bananen sind jetzt zermatscht. Und dieses schwarze Stückchen lasse ich. Sieht eklig aus. Jetzt gebe ich die Bananen einfach in die Schüssel mit ein. Und jetzt verrühre ich das Ganze einmal. Eine Prise Salz mit rein. Und dann brauchen wir nur noch Mehl. Und dann nehmen wir jetzt nur noch Mehl dazu. Ich habe jetzt dieses Glas hier. Ach so, ich wollte noch ein ganz kleines bisschen Zimt mit reinnehmen. Was? So. Kleines bisschen. Das ist eine Prise eigentlich tatsächlich. Mehr ist nicht mal, ja, minimal. Ist nur so, sieht nur so aus. Ja, als Pulver ist ja gut. Ja. Ein bisschen Zimt dazu. Man kann aber auch Vanillezucker nehmen, das ist jeder wie er mag. Und dann brauchen wir Mehl. Gut einrühren. Hätte ich was anderes geben sollen? Ich mache den Teig jetzt erstmal etwas dicker, weil ich ja noch ein bisschen Öl brauche. Ich habe hier so einen 80er Cup, nehme aber nicht voll. Ne? Ich denke mal so 60 Milliliter ungefähr sind das. Und rühre das ein. Und fertig ist der Teig. Man muss dann gleich gucken beim Ausbraten, Ausbacken, ob die Konsistenz auch richtig ist. Ich glaube, ich kann sogar etwas mehr Mehl noch reintun. Es soll so die Konsistenz von Schmand ungefähr haben. Also so einen etwas flüssigeren Schmand. Würste. Und jetzt mache ich einfach schon mal die Pfanne an und dann wird das hier ausgebacken. Oben werden gerade schon die Taschen oder Koffer oder was weiß ich gepackt. Ich muss das auch noch machen. Aber wir sind ja nur 2 Nächte weg, von daher brauche ich gar nicht so viel einzupacken. Für Samstag für Gottesdienst halt irgendwie vielleicht etwas schöneres Oberteil und ansonsten brauche ich jetzt nichts Schickes, nichts irgendwie, was gebügelt werden muss oder sowas, kein Kleid oder irgendwie. Ich weiß auch nicht, muss ich nachgucken erstmal, wie das Wetter wird. Dementsprechend muss ich dann auch
gucken, was ich mitnehme. Dirk meinte, der hat schon seine Sachen fertig. Ja, nur noch meine. So, und das Fett zischt schon, das heißt, wir können loslegen. Man nimmt einfach mit einem Löffel oder so einen kleinen Suppenkehle ein bisschen was vom Teig ab und gibt es in die Pfanne rein. Vielleicht kann man sogar noch ein kleines bisschen mehr Mehl mit reingeben. Ja, und irgendwann mal muss man die Dinger dann halt auch umdrehen. So, ihr Lieben, fertig sind meine Aladuschki-Pancakes, wie auch immer man sie bezeichnen mag. So sehen die aus. Sind auch sehr lecker. Die Suppe ist auch schon soweit. Das heißt, ich trommel jetzt die Bande zusammen und dann werden wir essen. Und danach sehen wir uns kurz im Arbeitszimmer wieder. So, ihr Lieben, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 8 Uhr schon. Wir haben gerade ein bisschen gepackt. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich alles mitnehmen soll. Ich habe ein paar Sachen eingepackt, wird schon passen, denke ich. Ist ja nur ein Wochenende, werde ich schon irgendwie überleben. Morgen muss ich noch ein paar andere Kleinigkeiten einpacken, sowas wie halt Zahnputzzeug und so weiter, ne? Was man heute oder morgen früh auch noch zu Hause braucht. Und ansonsten, ja, ich denke... Ja, also ich war noch nie bei sowas dabei. Ich weiß gar nicht richtig, was ich da alles jetzt brauche oder nicht. Schuhe und so weiter muss ich gleich auch noch gucken, welche ich gleich anziehe morgen, welche ich mitnehmen soll. Ich weiß auch gar nicht, wie das Wetter wird. Es steht irgendwie was draußen an, am Nachmittag wohl irgendwie. Das kann man mitmachen. Am Sonntagvormittag ist Hochseilgarten. Für diejenigen, die wollen. Das weiß ich auch nicht. Also ich habe zum Spaß gesagt, ich mache mit. Aber bei meiner Höhenangst ist das wahrscheinlich nicht so gut geraten. Ne? Ja, werden wir gucken, was da alles jetzt... Aber wie ich das so mir angeguckt habe, die Zimmer sind schön. Auch wenn ich nur auf dem Zimmer im Bett liege, ist das auch schon gut. Ist das auch schon trotzdem schöne Zeit dann und entspannt und so. Aber ich denke nicht, nein, das werde ich garantiert nicht machen. Ich werde die Kamera mitnehmen und vielleicht ein paar Kleinigkeiten auch aufnehmen. Auf jeden Fall werde ich euch natürlich das Zimmer und so weiter zeigen, wie es da aussieht. Und ja, bin selber sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Morgen Nachmittag, wenn die Männer zu Hause sind, werden wir schnell was essen und dann fahren wir auch schon los. Anreise ist bis 18 Uhr, glaube ich, stand drin. Ja, wird schon interessant, denke ich. Ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall berichten. Genau. Und für heute war es das dann auch von mir. Es war heute eben nur ein Haul und diese Pancake, Aladuschki oder wie auch immer die Dinge heißen, was ich gemacht habe und mehr eigentlich auch nicht. Mehr habe ich euch nicht mitgenommen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich werde mich jetzt von euch auch für das ganze Wochenende schon verabschieden. Morgen kommt logischerweise kein Video, weil ich ja erstens nicht wirklich was aufnehmen werde und dann kann ich das Video da auch nicht bearbeiten. Ich werde euch wahrscheinlich Sonntag Video hochladen, wenn ich das schaffe, je nachdem, wie das alles so läuft und was wir, wann wir wieder da sind und so. Oder spätestens Montag sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Genau. Ich wünsche euch deswegen jetzt schon allen ein schönes Wochenende und genießt die Zeit. Dieses Wochenende ist Muttertag. Ich sage auch jetzt schon mal im Voraus allen Mamas da draußen alles, alles Gute zum Muttertag. Einen schönen Tag wünsche ich euch mit euren Lieben. Und ja, wir versuchen es auch.
Genau. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Ist kostenlos. Würde mich aber sehr, sehr freuen. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.